Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Agony. Wir müssen ja jetzt durch dieses Tor stoßen. Aber das, was da links ist, erstmal Fackel, damit es schön hell bleibt. Diese scheiß Bienen vor allem wegbleiben. Alter. Hab ich dich geschlagen, sorry. Und dafür müssen wir jetzt auch einen Dämon übernehmen. Den Dämon müssen wir aber erstmal finden. Schau mal, geht's da lang. Wir haben doch noch Skillpunkte übrig, oder etwa? Wenn ich mich recht entsinne. Man ist dann weg. Immer den ich dann besessen machen muss, ich weiß nicht. Ah, geht doch. Jetzt kann ich endlich Gegner durch Wände sehen. Ist aber noch ein Skill da. Das ist auch die letzte kommentierte Folge, oder danach kann ich endlich wieder live das spielen. Es wird mir sehr viel Arbeit ersparen, wird auch mir deutlich mehr Spaß machen. So, dann räumen wir diesen Zaun wieder, weil da ist doch ein Brief, ne? Briefe von Felix. Ne, ist ein Brief von Madman. Wäre witzig, wenn da stehen würde, Briefe von Felix. Weißt du, wieder so ein kleines Easter Egg. Das ist also da. Bunker. Schon wieder dieses scheiß blutige Wasser. Ja, praktisch. Ich hab einfach eine Fackel auf. Ist auch dann ein ganzer Fackelständer, nice. Ist hier noch irgendwas? Kannst ja weitergehen. Und hier bei dieser Stelle, das habe ich alles rausgeschnitten, aber ich habe eine halbe Stunde dafür gebraucht, um diese scheiß Fackel da hinten hinzuwerfen. Weil ich erst nicht wusste, was der von mir will, aber die Fackel zeigt da hinten, der Typ zeigt da hinten diese Statue auf so einen hellen Punkt da drüben. Dahin muss man die Fackel werfen. Wenn man die irgendwo anders hinwirft, geht die ganze Zeit aus. Boah, ich war so erleichtert, als diese scheiß Fackel endlich angeblieben ist. Ich habe es auch nicht verstanden, weil ich habe die Fackel hier hingeworfen und die ist einfach ausgegangen. Zwar mehrfach. Deswegen muss sie wohl scheinbar an diese Stelle werfen. Kann ich endlich in diese scheiß Höhle? Ja, ihr brennt, Digga, brennt. Da sind dick viele Schattenkreaturen drin, Alter. Ich hab vorher da versucht, mal ohne Fackel da reinzugehen und. Boah, nee. Einfach schnell durch da. Über Schatten und über Scheiße hier. Ja, wo muss ich denn jetzt hier lang? Ist alles so. Irgendein Zug runter, aber da kann ich nicht lang. Hier vielleicht? Hier ist so eine Tür. Da kann ich nicht lang. Auf der anderen Seite sind zwar schöne Sachen, aber naja. Kann ich nicht ändern. Alter, was ist denn bei euch da los? Wieder alle eingesperrt. Nehmen wir einfach mal dran vorbei. Scheiß Tentakel. Wenn man keine Fackel hat, muss man halt überspringen. Da hinten ist doch ein Dämon. Ist er doch. Ja, okay, dann geh aus dem Körper raus. Ja, aber jetzt kann ich den übernehmen, oder?
Na komm, mach's nicht so spannend. Geh schon rein. Nice. Vier kann ich also Leute finishen. Nicht schlecht, nicht schlecht, Alter. Jetzt bin ich nicht mehr so wehrlos wie vorher. Boah, sogar Telekinese. Ich kann auch Leute verbrennen. Ja, Digga, brenn! Sheesh. Ist nur noch ein Skelett? Haha, wie geil. Kann ich mit dir irgendwas machen? Oder? Irgendwas. Ihr rennt von mir weg, Alter. Das solltet ihr auch. Digga, der zerfällt einfach wie so ein Legostein. Du? Digga, Pew. Das wär's einfach nur so. Das wär's nichts. Das wär's nicht Fleisch und Knochen. Das wär's einfach wie ein Legostein. Also so ein Stück Lego gegen die Wand werfen. So, aber ich denke, na, ich muss komplett den ganzen Weg wieder zurücklaufen, wo ich vorher war, oder? Ich meine, hier drin ist ja immer noch nichts. Scheiße, Mann, ich lass dich mal in Ruhe, Alter. Du hängst da schon. Ist schon gekauft. Ich meine, hier ist so. Hier ist so. Ist nicht der Weg unter mir, der mir angezeigt wird. Rechts oder links ist halt jetzt die Frage. Ja, komm, gehen wir nach rechts. Ja, da komme ich doch her. War jetzt viel schneller, ja, erstmal durch hier. Was ich für Speed drauf habe. Mal sehen, wie schnell ich dann jetzt auch schwimmen kann. Yo. Ist ja noch schneller. Ich außenrum, oder? Kann ich nicht aufgeben. Ist blöd, dass man hier keinen Hut hat. Da weiß ich nicht, wo man lang muss, aber so ungefähr habe ich's. Da ist wieder der Turm, der geht. Scheiße, hab ich ja den Gehirn auf der Seite rausgedrückt. Yo, Digga, in die Augenhöhlen. Ja, einen muss ich ja lassen, damit ich auch spawnen kann, ne? Manchmal braucht man mehr Power. Hindernisse zu zerstören, genau. Jetzt? Ja, kann ich nicht weitermachen mit dem. Schade. Ist hier oben noch irgendeiner? Schon denke. Ja, was ist denn jetzt Glitzern? Aufploppt. Jo, wenn ich Viereck gedrückt hätte, kann ich so mäßig in so Schattenwelt gehen oder wie? Nice. Ich will die Treppe hier hoch, ne? Everybody is wandering around inside. More so keen looking for pleasure. Hell! More bodies are wandering around inside. More of those looking for pleasure, looking for a priestess. Skill und ein Brief, nice. Also
Also der Wald absorbiert das meiste von diesen Eingeweiden und so, von diesem Abfall halt, der in die Hirn der Hölle entsteht. Praktisch. Ja, und jetzt ist dieser Baum weg. Okay, dieser Ast. Aber hier war noch irgendwo eine Statue. Scheiß drauf. Erstmal die Aussicht hier angucken, wenn schon Balkon da ist. Das Feuer sieht so eigenartig aus auf diesen Baumstämmen. Mal weiter, ne? Und hier hinten ist das Kreuz, was man dann einsammeln muss, kann man Viereck gedrückt halten. Ja, erstmal die Statue, ne? Bevor ich das peile mit dem Kreuz, vergehen ja eh nur 20 Minuten. Weil ich die ganze Zeit schon mir dann das falsche Siegel. We can see much more from this height. Don't forget this feeling. Use it to your advantage. Let the fire reveal. Oh, jetzt das ist nämlich die falsche. Da versuche ich mich dann fast 20 Minuten an diesem Ding. Ich mir dann denke, klappt irgendwie nicht. Sollte ich vielleicht mal was anderes ausprobieren? Der zeigt ja die ganze Zeit in eine Richtung. Und er zeigt zu der anderen Person. Und die andere Person. Oh, das ist erstmal eine Statue. Die andere Person zeigt hier rüber. Wenn man vier gedrückt hält, kann man dann da durch. Kann sich das Kreuz holen. Das ist dann das Richtige. Und dann die Tür aufmachen. Ich war noch nie gut in Ausmalen, Alter. Mal nach Zahlen war ich auch noch, war ich auch richtig scheiße. Ah, jetzt bin ich wenigstens drin, ne? Oh Scheiße, das ist doch der Typ, der mich crushen wollte. Bei dem ich dann geflohen bin, nämlich schon da runtergesprungen bin. Gut, dass er uns hier runter nicht sieht. He must have gone. So big and strong. He's afraid of a woman. Do I make you ashamed, my dear? Also die rote Göttin and the red goddess. You see, we're all of the same element. You differ in appearance, but you share the same animal instinct. Why don't you stop chasing after women and enjoy the pleasure of suffering? Weil ich nicht gerne leide, Digga. Ich bin kein Masochist. Sieht das hier in einer anderen Welt aus? Sieht gar nicht mehr so lecker aus. Ich habe immer noch keine Speicherfunktion mehr. Muss ich dir immer noch folgen, oder? Mal nach oben. Die Frage ist, kannst du mich wirklich retten? Why are you so doubtful, my love? Oh
Only a madman could go to all the trouble to meet me without the least harm. You see, I'm above everything you believe in. The damned daughter of an infinite father. The one who brings balance into the damned relationship of blood and light. Oh, I feel how you're trembling with fear. I must admit, you can ruin the atmosphere. Ja, sorry, dass ich Angst hab. I'll give you one more chance. You see that huge tree in front of us? It connects the two worlds. It's your goal. The holy trail of blood. Let us meet there, and I'll return you to the world of the living. Run. Tear apart anyone on your path. And now, fly away. Let yourself be carried by the most primitive instincts. Let blood lead you. Let my kingdom shake in the face of your power. Alles klar, ja, dann treffen wir uns halt beim Baum wieder, ne? Was? Ey, hört doch mal auf, mich überall mal runterzuwerfen. Das ist echt scheiße. Floating Forest, okay. Kann ich dich kommen? Ich übernehme mal direkt einen Dämon. Boah, da unten ist ein Checkpoint. Boah, und wie es weitergeht, seht ihr dann auch nicht mehr als Kommentar, sondern live in Part 10. Bis denn?